Hallo bei Bildner TV und der EOS 90D von Canon. Die neue Spiegelreflexkamera ist ein echtes High-End-Werkzeug für Fotoenthusiasten. Das merkt man nicht nur an den vielen Profi-Funktionen, sondern auch daran, wie toll die Kamera in der Automatik arbeitet. Szenenprogramme heißt das Zauberwort. Wir erklären euch die Magie dahinter. Hallo, ich bin die Caro. Hi, hier ist der Christian. Ja, Magie in der 90D. Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen? Voll, Kann die klar. Kamera zaubern? Nein, nicht wirklich. Aber also wenn ich mir vorstelle, wie früher Kameras so gearbeitet haben, so vor, als ich jung war. Nein, also die 90D ist natürlich kein Zauberwerkzeug, aber wenn man sich die Automatiken so anschaut, ich finde es immer so faszinierend, wenn man auf die Vollautomatik stellt und irgendwo rumfotografiert, dann tauchen auf dem Display oder im Sucher so Symbole auf und die Kamera erkennt tatsächlich relativ zuverlässig, welche Art von Motiv man gerade vor sich hat. Also wenn ich jetzt die Kamera zum Beispiel in der Landschaft halte, mit der Vollautomatik, also mit diesem grünen Symbol hier oben auf dem Programmwahlrad, wo ein A drin ist, A plus, ist die Vollautomatik. Wenn ich also in eine Landschaft rein fotografiere, dann taucht ein Symbol auf, das mir zeigt, hier werden jetzt Landschaftsaufnahmen gemacht. Das heißt, die Kamera stellt dann ganz automatisch in den Szenenmodus, das hatten wir ja schon, diesen Begriff, Szenenmodus für Landschaftsaufnahmen. Das ist übrigens, also Szenenmodus, vielleicht zur Erklärung, das sind diese Motivprogramme. Früher hießen die Motivprogramme, die waren hier auf dem Walrad verteilt, aber da mittlerweile so eine Flut von verschiedenen Motivprogrammen existiert, nicht nur bei Canon, auch bei anderen Herstellern, hat man das aufgeräumt. Jetzt ist nicht mehr alles irgendwie auf dem Programmwahlrad drauf, sondern es gibt eben eine Einstellung, SCN für Szenenprogramme, und da finden sich dann diese Motivprogramme. Und um zu der Magie zurückzukommen, die Canon nutzt tatsächlich eine Art technologische Magie. Ich weiß natürlich nicht, wie das funktioniert, aber sie erkennt Szenen und stellt dann auch dementsprechend das richtige Szenenprogramm ein. Das ist eine ziemlich coole Sache. Dann kann sie ja doch ein bisschen Wie zaubern. sie schon. Und welche Arten von Automatikprogrammen gibt es denn jetzt? Ja, wir haben natürlich, wie vorhin gesagt, die Vollautomatik. Schauen wir uns das kurz mal auf dem Display an. Sobald man die Vollautomatik einschaltet, taucht auf dem Display hier diese Anzeige auf. Man sieht ein großes A mit einem Plus. Das heißt, jetzt kann ich tatsächlich mit einer Einschränkung eigentlich vollautomatisch fotografieren. Die eine Einschränkung betrifft das Blitzgerät. Sobald ich irgendwo in einer relativ dunklen Umgebung bin, schaltet die Kamera das Blitzgerät nicht automatisch dazu. Also ich muss hier auf der linken Seite noch zusätzlich auf den Knopf drücken, dann wird der Blitz entriegelt. Das heißt, da muss ich dann tatsächlich auch ein bisschen selber mitdenken, beziehungsweise auf die Anzeigen auf dem Display oder im Sucher achten. Wenn da die Belichtungsmarkierung aufleuchtet, dann bedeutet es normalerweise, Achtung, hier ist es zu dunkel, jetzt bräuchte man noch zusätzlich den Blitz. Das ist die eine Einschränkung. Aber ansonsten kann man in der Vollautomatik wirklich völlig sorglos fotografieren und praktisch von Porträt bis Landschaft alles knipsen. Aber wäre es nicht ein bisschen verschwendete Leistung, mit so einer tollen Kamera in der Vollautomatik zu fotografieren? Naja, verschwendete Leistung, ich weiß nicht. Also als Profi bin ich immer ganz froh, wenn die Technik mir Arbeit abnimmt. Das muss ich wirklich so sagen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Hochzeit bin, eine Hochzeit fotografiere, das ist eine wahnsinnig stressige Situation. Man will es ja nicht versemmeln. Wenn ich mich aber auf die Automatik der Kamera verlassen kann und zum Beispiel ein paar hübsche Porträts mache mit dem Porträtprogramm und weiß, okay, ich habe zumindest diese Schnappschüsse, die ich haben will, um zum Beispiel ein Fotoalbum aufzufüllen. Da verlasse ich mich gern drauf. Und da ist die 90D schon eine klasse Kamera. Und je besser die Kameras sind, desto eher kann ich mich auch wirklich auf die Vorschläge der Kamera in den Motivprogrammen, in den Szenenprogrammen verlassen. Das ist natürlich super, wenn man das dann so nutzen kann, auch Klar, für klar. eben Nicht-Fotoprofis. Ja, klar. Und jetzt nochmal zur Praxis. Wie genau stelle ich denn Genau. das jetzt ein? Schauen wir uns das wieder an. Also hier gehen wir nochmal ganz kurz zurück zur Vollautomatik. Die wird ja eingestellt über das Programmwahlrad. Wir haben hier auf das A-Symbol gedreht und jetzt sieht man eben auf dem Monitor noch verschiedene Optionen, die ich verändern kann. Wenn ich auf der Kamerarückseite die Taste Q drücke, man sieht es ja auch auf dem Display, das Q ist hinterlegt. Ich kann übrigens alternativ dazu auch das Touch-Display nutzen und einfach auf das Q hier drauf tippen. Also ich nehme mal die Taste Q und dann wird hier der erste Punkt Betriebsart hinterlegt. Wenn ich hier jetzt
am Walrad hinten drehe, dann kann ich die Betriebsart verändern. Also auch in der Vollautomatik habe ich gewisse Möglichkeiten einzugreifen. Ich kann hier von Einzelaufnahmen auf Reihenaufnahmen gehen, schnelle und langsame Reihenaufnahmen. Ich kann eine leise Einzelaufnahme oder leise Reihenaufnahmen oder auch den Selbstauslöser hier aktivieren. Eine zweite Option, um in die Belichtung einzugreifen, ist hier die Option interner Blitz. Da sieht man neben dem Blitzsymbol ein kleines A. Dieses A bedeutet, der Blitz, sobald er ausgeklappt ist, funktioniert vollautomatisch. Ich muss mich also um nichts kümmern. Wenn ich die Taste Set drücke, taucht hier ein weiteres Menü auf. Und hier kann ich eben einstellen, soll der interne Blitz, also das Kamerablitzgerät, ganz automatisch funktionieren oder möchte ich es hier unabhängig von der Helligkeit, von der Motivhelligkeit immer verwenden. Das heißt, es wird immer ausgelöst. In der Automatik wäre es so, wenn ich jetzt in einer Situation bin, die relativ hell ist, dann steuert die Kamera das Blitzgerät insofern, als sie den Blitz dann auch mal nicht auslöst, wenn er nicht notwendig ist. Wenn ich aber den Blitz immer auslösen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich eben da im Optionsmenü umschalten. Eine dritte Option haben wir noch, nämlich die Kreativassistenten. Auch hier drückt man wieder die Taste Set. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, das ist für Fotografen ganz witzig, die nicht RAW fotografieren, sondern JPEG. Dazu gibt es übrigens auch Videos bei uns, wo diese Begriffe erklärt werden. Schaut da mal nach, wenn euch das nicht sagt. Also wenn man einfach JPEG-Fotos macht, dann kann man hier Bildstile oder Looks, Bildlooks definieren, den Kontrast, die Helligkeit, die Farbsättigung und so weiter verändern. Dann kommen die Bilder quasi mit einer internen Bildbearbeitung gleich aus der Kamera. Dazu machen wir vielleicht noch ein anderes Video. Hier wäre das jetzt zu viel. Also das ist eine Sache für Leute, die direkt die Bildbearbeitung am Computer auslassen wollen und gleich aus der Kamera heraus schöne Fotos haben möchten. Ja, das waren ja jetzt schon ziemlich viele Informationen innerhalb kürzester Zeit. Und das war nur die Automatik. Ja, das könnt ihr alles nachlesen in unserem Buch über die EOS 90D von Canon. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link dazu. So, und jetzt zu den Szenenprogrammen. Genau, die Szenenprogramme sind ja der nächste dicke Batzen. Also ihr habt es schon gesehen, selbst in der Vollautomatik habe ich Möglichkeiten einzugreifen und meine Bilder schon zu gestalten. Schauen wir uns jetzt mal die Szenenprogramme an. Ich drehe jetzt hier auf dem Walrad den Punkt SCN an und dann tauchen auf dem Monitor eben hier diese Szenen auf. Da steht jetzt SCN, besondere Szenen nennt Canon das. Und hier kann man jetzt verschiedene Szenen auswählen. Ich drücke einfach die Taste Set, um in dieses Menü zu kommen mit den verschiedenen Szenenprogrammen. Hinten auf dem Multifunktionswähler muss ich nur nach unten drücken, um dann diese Szenenprogramme durchzugehen. Und wieder mit einer Taste Set würde ich jetzt praktisch das Szenenprogramm auswählen für die nächsten Fotos, die ich mache. Es fängt an mit dem Klassiker Porträt. Das dürfte klar sein, wenn ich Menschen fotografiere, auch porträtartig fotografiere. Jetzt nicht einfach Gruppen irgendwie als Schnappschuss, sondern wenn ich einen Menschen oder zwei Menschen vor mir habe und die fotografieren möchte, kann ich das Porträtprogramm auswählen. Dann, man sieht es ja hier, es sind eh immer Erklärungen dabei. Der Hintergrund wird unscharf, dadurch, dass die Blende so weit wie möglich geöffnet wird. Die Hauttöne werden weicher, also auch die Farbstimmung wird verändert durch die Kamera. Haarweich bedeutet, es ist wahrscheinlich ein leichter Weichzeichnungseffekt dabei. Also diese Dinge steuert die Kamera. Ich kann dann also wirklich völlig sorglos drauf los fotografieren. Ebenso bei anderen Programmen. Hier haben wir das nächste Gruppenfoto. Da schaltet die Canon eine Gesichtserkennung ein. Natürlich bei den Porträts ist übrigens auch eine Gesichtserkennung dabei. Bei den Gruppenfotos ist die Gesichtserkennung noch wichtiger. Es kann ja durchaus sein, dass eine Gruppe an Menschen irgendwo verteilt ist und gerade in der Mitte steht kein Mensch. Dann würde die Kamera normalerweise einfach in die Mitte rein fokussieren, wenn der Fokus auf Autofokus steht. Aber durch die Gesichtserkennung erkennt die Kamera eben, wer da steht, dass da Menschen stehen und fokussiert auf die Gesichter, im Normalfall auf dasjenige Gesicht, das der Kamera am nächsten ist. Schauen wir, das nächste Szenenprogramm ist die Landschaft, auch ein Klassiker. Da wird die Blende möglichst klein gewählt, also ein möglichst hoher Blendenwert, um Tiefenschärfe zu erzeugen. Das heißt, von vorn bis hinten sollte in Landschaftsfotos normalerweise alles scharf sein. Das passiert hier mit dem Landschaftsbild. Dann auch ein Klassiker Sport. Muss man auch nicht viel zu sagen, die Kamera arbeitet in Reihenaufnahmen, der Fokus wird kontinuierlich nachgeführt, das heißt, ich muss mir auch um die Fokussierung keine allzu großen Gedanken machen. Wenn ich ein Motiv habe, das sich gut vom Hintergrund absetzt und ich gut mit der Kamera verfolgen kann, ist es kein Problem, auch bewegte Motive zu fotografieren.
Der nächste Punkt, Kinder. Das ist so eine Kombination aus Porträt und Bewegungen. Dann, hier steht es auch, es sind wieder Reihenaufnahmen. Klar, bei Bewegungen sind Reihenaufnahmen immer wichtig, weil man einfach davon ausgehen muss, dass von 100 Bildern 50 nicht ganz scharf sind. Aber die Ausbeute ist jetzt bei einer Kamera wieder 90D natürlich ziemlich gut. Auch das nächste, Schwenken, ist eine ähnliche Sache. Da geht es dann schon um größere Motive. Man sieht es ja hier, Auto, Motorräder, Fahrräder oder so, die man wirklich mit der Kamera nachverfolgt. Funktioniert auch mit Reihenaufnahmen. Dann kommt noch ein Klassiker, Nahaufnahmen. Dürfte auch klar sein, man geht relativ nah an die an Blüten oder Insekten ran. Was dann kommt, ist Speisen. Es ist so eine Sache, man sollte also nicht glauben, dass die Canon im Motivprogramm, übrigens auch keine andere Kamera, ein perfektes Food-Foto hinkriegt, nur weil man hier im Motivprogramm Speisen arbeitet. Speisen ist auch so eine Kombination aus, naja, es ist eine Art Makro-Nahaufnahme, weil in einer Speise kommt man ja normalerweise relativ nah. Die Blende wird eher geöffnet, um so eine leichte Unschärfe hinzukriegen, aber trotzdem, Food-Fotografie, eine leckere Speisenfotografie lebt von Licht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine, wie in einer schummrigen Kneipe sitze, mit einer Kerze daneben, dann kann die Kamera auch nicht zaubern. Selbst wenn ich dann das Blitzlicht ausfahre, was ich sowieso nie machen würde bei einer Nahaufnahme oder bei einem Food-Foto, die Fotos werden nicht so wie jetzt im letzten Lebensmittelprospekt. Also bitte keine Illusionen machen. Aber es hilft natürlich dabei, so eine Speise, die einem jetzt irgendwie zugetan ist, die einem wirklich gefällt, die ein bisschen lecker abzubilden, klar. Schauen wir mal, was es noch gibt. Ja, hier unterhalb der Speisen haben wir noch Kerzenlicht. Davon habe ich ja vorhin auch schon geredet. Kerzenlicht ist natürlich nicht mit Blitzlicht zu fotografieren, bitte, weil Blitzlicht diese Kerzenstimmung komplett zerlegt. Bei Kerzenlicht geht es vor allem darum, den ISO-Wert ein bisschen zu erhöhen. Dadurch entsteht möglicherweise ein wenig Bildrauschen, aber hier geht es ja wirklich um Stimmung und nicht um Pixelzählerei. Also selbst wenn es ein bisschen rauscht mit ISO 800 oder selbst ISO 1600 und die Stimmung schön ist, wird jeder darüber hinwegsehen bzw. gar nicht feststellen, dass es da ein bisschen Bildrauschen gibt. Nächstes Programm ist Nachtporträt. Da ist es so, das ist eine Kombination aus Porträtprogrammen, Nachtprogrammen, auch Blitzlicht, ganz wichtig, weil durch das Blitzlicht, man muss hier wirklich den Blitz ausklappen, das Blitzlicht beleuchtet praktisch das Porträt im Vordergrund, also derjenige Mensch, den man hier fotografiert, vor einer nächtlichen Szenerie. Das Blitzlicht sorgt dafür, dass der Mensch im Vordergrund korrekt belichtet wird, in Kombination mit einer etwas längeren Verschlusszeit. Da auch der Hinweis, am besten arbeitet man hier mit Stativ. Die längere Verschlusszeit, die sorgt dafür, dass der Hintergrund, der ja jetzt nicht vom Blitzlicht erwischt wird, dass der Hintergrund durch eine Langzeitbelichtung quasi ausgeleuchtet wird. Also alles, was im Hintergrund irgendwo an Licht da ist, wird über eine längere Verschlusszeit eingefangen. Deswegen bitte mit Stativ arbeiten. Da funktioniert das Nachtporträtprogramm am besten. Was haben wir noch? Dann haben wir eine Nachtaufnahme ohne Stativ. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Da wird von der Kamera eine Reihenaufnahme gemacht. Es werden vier Bilder, gut, steht ja hier eh auf dem Monitor, es werden vier Bilder nacheinander aufgenommen, die dann intern verrechnet werden. Das heißt, hier habe ich auch wirklich nicht unbedingt Bedarf am Stativ. Allerdings ist es sinnvoll, sich hier auf statische Motive, so wie eine städtische Ansicht in der Nacht oder was, zu verlegen. Also wenn dann ein Porträt versucht würde und der porträtierte Mensch sich leicht bewegt, funktioniert diese interne Verrechnung Rechnung von vier Bildern nicht. Also das funktioniert am besten mit statischen Motiven. Da ist dieses Szenenprogramm ideal für geeignet. Dann haben wir noch HDR-Gegenlicht. Das ist so eine Sache, da hat jeder Fotograf irgendwie anscheinend immer Angst vor, wobei das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Wenn ich also Licht von hinten habe, so wie es die Szene hier jetzt zeigt, ich habe ein Motiv, das von hinten beleuchtet ist, dann macht die Kamera auch eine Mehrfachbelichtung, die dann so verrechnet wird, dass das vermeintlich Dunkle im Vordergrund aufgehellt wird und dann eigentlich auch ganz gut aussieht.
Und dann sind wir wieder zurück bei den Porträts. Also das sind die 10 Programme, die die Canon 90D zu bieten hat. Wow, das sind ja richtig viele. Das ist richtig was zu tun. Übrigens, kleiner Hinweis, so wie bei der Vollautomatik, die wir am Anfang erklärt haben, haben auch die einzelnen 10 Programme noch weitere Optionen, an denen man ein wenig was verändern kann. Das ist jetzt von 10 Programm zu 10 Programm unterschiedlich. Schaut da einfach nochmal drauf, auch in unser Buch, da werden diese 10 Programme mit sämtlichen Optionen nochmal genauer erklärt. Es lohnt sich auf alle Fälle, definitiv, ein Blick ins Buch bei so viel Informationen. Ja. Eine Frage hätte ich jetzt noch, was bedeuten diese verschlungenen Kreise hier auf dem Wahlrad? Ja, das ist auch so eine Art 10-Programm, wenn man hier auf dem Programmwahlrad diese beiden Kreise anwählt. Das sind die Kreativfilter. Vorhin habe ich ja beim Automatikprogramm von den Kreativfiltern geredet. Hier sieht man es auf dem Monitor nochmal. Da kann man jetzt eben diese Filter auswählen, um bestimmte Bildlooks zu erzeugen. Hier ist auch wieder so eine Optionsleiste auf der linken Seite, die man dann runter scrollen kann. Und dann hat man eben bestimmte Bildeffekte, die dann die Bildbearbeitung obsolet machen. Aber dazu, dann glaube ich, machen wir ein extra Video, weil das passt jetzt hier heute nicht mehr rein. Das wird einfach zu viel. Dann wird es auf alle Fälle noch ein Video zu den Kreativfiltern geben. Also abonniert uns, damit ihr nichts verpasst. Außerdem freuen wir uns über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Bis bald bei Bildner TV. Ciao. Ciao.